Hallöchen zusammen, ist mal wieder ich, euer Garten- und Küchenfuchs. Herzlich willkommen zu dieser Clipshow. Ich ranke heute für euch meine Top 10 der meiner Meinung nach besten Speisekürbissorten. Wenn ihr anderer Meinung seid als ich, macht es überhaupt nichts, schreibt es dann einfach in die Kommentare. Wir starten auch gleich mit Platz Nummer 10. Da finden wir den gelben Zentner. Wird bis zu 40 Kilo schwer. 35 bis 40 Kilo maximal. Bei mir werden es allerdings nur 14 bis 18 Kilo. Und dieser Kürbis eignet sich hervorragend für Suppen, Kompott und Marmelade. Auf Platz Nummer 9. Finden wir den roten Zentner. Eignet sich auch hervorragend für Suppen und Kompott und Marmelade. Und wenn man ein bisschen kreativ ist, werden damit die Kuchen auch sehr lecker. Im Gegensatz zu seinem gelben Cousin muss man den roten Zentner nicht schälen. Der rote Zentner wird ungefähr 7 Kilo bis 10 Kilo schwer. Auf Platz 8 der Lunga di Napoli, auch genannt der Lange von Neapel. Er wird 1,20 Meter lang und im Idealfall bis zu 80 Kilo schwer. Meine Exemplare waren allerdings allesamt zwischen 6 und 10 Kilo letztes Jahr. Und dieser Kürbis eignet sich hervorragend für Kompötte, für Burger und für Suppen. Auf Platz 7, da finden wir den bulgarischen Geigenkürbis. Wird zwischen 2 und 5 Kilo schwer. Hat er auch letztes Jahr in meinem Garten gehabt, diese Gewichtsklasse. Und eignet sich vor allem für Suppen, Kompott, Burger und Ähnlichem. Auch als Kuchen, Kekse nicht schlecht. Marmelade davon einsauben. Wie man an der Form erkennen kann, ist er verwandt mit dem Butternut. Auf Platz 6 der Acorn bzw. auf Deutsch Eichelkürbis Golden Delicious wird zwischen 800 Gramm und 1,5 Kilo schwer und eignet sich hervorragend für Süßspeisen, für kultige Desserts. Verlinke ich euch oben in den Infokarten, was ich daraus gezaubert habe. Auf Platz 5, da finden wir den Sweet Jack F1. Dieser Kürbis wird 500 bis 600 Gramm schwer oder leicht, wie auch immer. Hat auch diese Gewichtsordnung immer in meinem Garten gehabt und eignet sich hervorragend für Kekse und Kuchen aufgrund des niedrigen Wassergehalts. Auf Platz 4 finden wir den Honigkürbis Istanbul Grey, wie es der Name schon sagt. Dieser Kürbis kommt aus der Türkei, wird zwischen 6 und 15 Kilo schwer und meine Exemplare waren alle so um die 7 Kilo letztes Jahr. Er zeichnet sich aus durch diesen herrlichen süßen Geschmack und durch diesen herrlichen Duft, wenn man ihn anschneidet. Dann kommen wir auch gleich zu Platz 3. Da finden wir den Muscat de Provence. Der hat ein stark nussiges Aroma und eignet sich hervorragend für Suppen, für Kompott, für alles Mögliche. Das ist quasi ein Allrounder, dieser Kürbis. Man kann ihn für fast alles verwenden. Auf Platz 2 der Atlantic Giant. Der wird hierzulande ca. 300 bis zu 300 Kilo schwer. Mein schwerstes Exemplar war rund 30 Kilo. Und der eignet sich eigentlich am besten für Suppen, Marmeladen, für Kompott. Für alles. Das ist auch so ein Allrounder. Man muss nur schauen für Brot, für Kuchen,
Kekse und so, dass man das Wasser entfernt. Hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. Der Hokkaido, man kennt ihn aus dem Laden und deswegen geht er auch nicht näher drauf ein, genau wie auf den Butternut. Kennt man alles aus dem Supermarkt. Der Partizan hier, der hat das Ranking nur ganz knapp verfehlt. Der wird im jungen Stadium ab einem Durchmesser von ca. 12 cm geerntet. Schmeckt sehr lecker, gefüllt mit Frischkäse. Und ganz knapp am Ranking vorbei, ebenfalls der steirische Ölkürbis, der angebaut wird wegen den schalenlosen Kernen, dessen Fruchtfleisch allerdings nicht sehr schmackhaft ist. Wir widmen uns jetzt Platz 1, dem ultimativen Platz 1 meines Rankings, nämlich dem Pink Jumbo Banana. Der wird zwischen 6 und 15 Kilo schwer, hat eine längliche Form, eignet sich hervorragend für Schnitzel, Suppe, für Marmelade, für Kompott. Ist eigentlich ein Allrounder, kann man für alles verwenden, wenn man das Wasser entfernt, das da drin ist. Und ist, wie gesagt, meine absolute Nummer 1. Einen geileren, genialeren Kürbis gibt es nicht. Und ja, wenn man nicht weiß, was da wächst, könnte man es durchaus mit Fliegergranaten aus dem Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg verwechseln. Das waren meine Top 10 Lieblingsspeisekürbisse. Wenn ihr nicht ganz einverstanden seid mit dem Ranking, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Macht's gut. Arrivederci, ciao, ciao, Shalom und goodbye. Der Garten- und Küchenfuchs verabscheut sich. Also, macht's gut. Tschüss.